Südafrika hat auch in diesem Jahr ein starkes Auftreten auf der weltgrößten Messe für Meetings, Incentives und Events, der IMEX, dargelegt. Zahlreiche innovative Produkte, gute Infrastrukturen und die atemberaubende Natur sowie Tierwelt ist auch im MICE-Segment stark gefragt. Die Deputy-Ministerin machte jedoch bei einem Besuch der Messe auch klar deutlich, dass man mehr zusammenrückt auf dem afrikanischen Kontinent und viele länderübergreifende Produkte mehr fördern möchte. We believe that if Africa is not united and supporting each other, we won't be able then to bring Africa to the world. Only if you are united with these countries. I've visited about 4 or 5 countries. Tanzania is one of those. Uganda is one of those. Rwanda, as well as Kenya. Because I think for us, we must work as a team from SADC, from African Union, so that we realize Agenda 2063, that our economies will work better, our growth will work better. And we've got a continent that is beautiful to showcase. We've got a continent that has got the capacity with our international convention centers right through Africa that can hold, you know, such exhibitions as the IMEX. Sie besuchte auf der IMEX in Frankfurt in dieser Woche die Nachbarstände und verschaffte sich ein Bild bei den Amtskollegen. Africa is where we think we have to strengthen our relationship and work together. And I had a very good, you know, small tour here. And my brothers and sisters were very happy that we are here to strengthen our good relations. We are here to make sure that Africa can be reckoned with and we can make business in Africa.